Ei Gude und herzlich willkommen zu Weihnachtsspecial, soll ich das so nennen, wirklich. Erstmal frohe Weihnachten euch allen. Vielen Dank für ein wunderschönes Rollenspieljahr. Für viele Kommentare, natürlich Daumen hoch, ganz klar. Fragen, die gestellt wurden, Anregungen, was mir immer am meisten Spaß macht. Ja, danke dafür. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, ich hoffe, dass es in 2018 so weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Jahresausklang. Ich selbst werde jetzt zwischen den Jahren nicht mehr so viel spielen, ein bisschen was wird laufen. In der ersten Januarwoche kriege ich Besuch von der lieben Serie, dem Joe und dem Fridolin. Da werden wir nicht direkt streamen, wir werden spielen. Wir gucken mal, ob wir aufnehmen. Mal gucken, wie wir das so mit nicht direkt Streaming-Technik hinbekommen. Aber ich bin da noch zuversichtlich. Ich habe aber noch was vor für 2018. Das ist so ein Gedanke, der jetzt in mir aufkeimte die letzten paar Wochen. Ich habe so das ein oder andere Video gesehen, in welchem Podcaster, Streamer die deutsche Rollenspielszene beäugt haben. Und ich finde jetzt der Sache nicht gerecht wurden. Einem wurde irgendwie nur das Thema Let's Plays geschnitten und Gronkh erwähnt und nebenbei noch der Nerdpol, so in der Fußnote. Und in dem anderen wurden Seiten von Streamern aufgemacht, es dann auf die Seite geguckt wurde, ah ja, den gibt's, und das erste Video quasi oben in einem Vorschlag gesehen, ah ja, der macht hier Shadowrun, der macht DSA und weiter. Und das finde ich schade, dass also die Rollenspielszene ist derzeit schon sehr groß, also auch die Streamer auf YouTube, die sich wirklich viel Mühe geben, eine Community aufzubauen, die Community zu unterhalten, zu motivieren und ja, einfach den Spaß an der Sache zu erhalten. Und das würde ich gern jetzt nächstes Jahr wirklich detaillierter machen. Jetzt habe ich ein Problem dabei. Ich kenne nicht alle Kanäle en Detail. Ich habe nicht von allen Kanälen alle Videos gesehen. Ich kenne viele Kanäle gut, aber nicht bis ins Letzte. Wo ich mich jetzt zum Beispiel sehr gut auskenne, wo ich nahezu jedes Video gesehen habe, ist das der Kanal vom Reh, der leider im Moment ruht. Ich hoffe, das geht weiter. Karl von Koali, klar, den kenne ich sehr gut. Aber trotzdem möchte ich das nicht in einem Monolog machen. Deswegen rufe ich dich da draußen auf, schreib mir eine PN auf dem Nerdpol oder hier bei YouTube oder Twitter oder sonst irgendwas. Wenn du einen Kanal ziemlich gut kennst, es wäre mir jetzt lieb, wenn es nicht dein eigener wäre. Also als Beispiel Koali, schreib mich jetzt bitte nicht an, ich möchte dir meinen Kanal vorstellen. Das ist irgendwie, hat so ein Eigenwerbungsding. Weiß ich nicht. So, machen wir zwar auch immer untereinander, aber ich würde einfach gern mal von einem Zuschauer, der ein Fan von einem Kanal ist und vielleicht findet, dass der nicht genug verbreitet ist, falsch verstanden ist oder sonstiges, schreibt mich an. Wir machen ein Video zusammen, wo wir quasi zusammen den Kanal beäugen, wo du sagen kannst, was du an dem Kanal so toll findest. Und wir diskutieren, ob es noch Möglichkeiten gibt, wie man den Kanal breiter fächern kann, bunter gestalten kann, was dem Kanal fehlt eventuell oder was er mal tat, was jetzt brach liegt. Könnte man jetzt Beispiel Koali mit den Battle Reports, die es ja früher mehr gab, jetzt weniger. Seid ihr da, auch wenn es nicht direkt Rollenspiel ist, aber es ist Teil des Kanals, deswegen wollt ihr sowas mehr sehen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, nein, ich mag kein Konjunktiv, ich freue mich wahnsinnig auf deine Zuschrift und auf ja, einfach einen schönen Abend. Ich habe jetzt kein Zeitformat, ob sowas in 10 Minuten abgehandelt ist, ob man sowas in einer Stunde macht, ob wir das als Video aufnehmen, ob wir das live streamen mit Zuschauern. Das überlasse ich dann quasi dir. Wenn du schon auf gut Deutsch den Arsch in der Hose hast, wie sagt immer, deine Nase in die Kamera zu halten und das mit mir machen willst, dann darfst du auch bestimmen, wie das aussehen soll. Wir quatschen das vorher ab und dann läuft das schon. Ja, gut. Ich habe wieder viel zu viel um nichts
geredet. Ich würde mich freue mich, wenn du dich meldest. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, am 27. haben wir nochmal einen Stream, Horde of a Dragon Queen. Ansonsten frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Dein Mischka und ja, es muss mehr gespielt werden. Ciao, bis zum nächsten Mal.